Willkommen zurück zu Okami. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir das Shinshu-Feld zu einem guten Teil erkundigt und haben eine neue Technik erhalten, die Kirschbombe. Einfach einen Kreis mit Stängeln malen und eine Bombe erscheint. Und boom! Ja. Derzeit würde ich mal sagen, sehen wir uns das Shinshu-Feld noch ein bisschen weiter an. Gut, erstmal kurz auf den Wegweiser gucken. Zum Agatha-Wald. Das ist der Weg hier hinten. Also, der da geradeaus. Aber hier geht noch ein Weg ab. Zum Harami-See. Es sagt, das hier ist der Harami-See. Du weißt schon, der aus der Legende von Nagi. Aber er hat irgendwie seinen Glanz verloren. Vielleicht, weil der Nachfahre des großen Nagi dieser Susanoo ist. Ja. An diesem See hat Nagi einst die Bestie Orochi erschlagen. Und damit Kamiki vom Bösen befreit. Aber gut, bevor wir zum Agatha-Wald oder dem See gehen, schließen wir das Feld noch ab. Jetzt gehen wir hier den Weg mal runter. Oh! Pferdchen! Du kriegst ein bisschen Grünfutter. Pferde gibt's recht selten, muss ich schon sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es recht viele davon gibt. Naja, Glück ist auch akzeptabel. Hoppala, Entschuldigung, ich habe mich verdrückt. Ich wollte dich nicht erschrecken. Entschuldigung. Ja. Okay, genug rumgeblödelt. Wo geht's denn hier lang? Zum Dojo. Aha. Dojo, Dojo. Oh, und hier ist noch ein Dämonenschrein. Und ich glaube, es ist auch der letzte, den wir hier erreichen können. Na dann. Perfekt, um mal die Kirschbombe im Kampf zu testen, oder? Oh, direkt mit einem Trommler. Ah, ich weiß, was ich dann mit dem mache. Ich weiß, was ich mache. Hahaha. Komm mal her, komm mal her. So. Jetzt legen wir dir ein Bömpchen auf deine Trommel. Danke fürs Draufschlagen. Ach ja. Das nenne ich mal einen bombigen Erfolg. Einfach hier eine Bombe zwischen die Gegner legen. Und wer sie berührt, bringt dich schon zur Explosion. Ja, das war nix. So, Kreis muss schon geschlossen sein. Explosion überall. Oh, noch ein Dicker. Noch ein Trommler. Na komm. Wo bist du, wo bist du? Da. So, my friend. Hä? Na komm, haben wir ein bisschen weit gelegt. Die Entfernung ein bisschen schlecht eingeschätzt. Eben so hier. So, direkt vor die Füße. Hier, fang. Ja, man kann die Bomben legen und dann auch in der Gegend rumrollen. Also, man kann es auch in die Gegner reinrollen. Die Bombe ist eine geile Waffe, also. Kann man echt nichts sagen. Optimal. Uhu. Dafür erscheint ein ganzer See. Ja, sehr schön. Jede Menge Glück. Oh, seht mal, was das da ist. Ein seltsames Leuchten kommt aus dem Wasser. Soll ich schon mal verraten, was es mit dem Leuchten auf sich hat? Ja, ist nichts Besonderes. Oder kein großes Secret. Und zwar, in jedem großen Gebiet gibt es solch einen See oder eine Wasserquelle mit so einem Leuchten. Und später können wir dann zwischen diesen Leuchtkreisen hin und her reisen. Das sind dann Teleportfelder oder so. Ja.
kürzt einfach Reisen ab. Mehr ist das nicht. Hä? Was für ein protziges Schild. Emmy, das ist ein Dojo. Hier kommen die Leute, um Schwertkampf und Kampfkunst zu lernen. Aber wer weiß, ob sie dich hier trainieren werden. Vielleicht, wenn du ein gutes Wölflein bist, dann bringt man dir hier ein oder zwei Tricks bei. Ein Dojo. Ja, und dieses Dojo, kann ich sagen, bildet hier auch Wölfe aus. Heißt, Emmy kann hier neue Kampftechniken lernen. So. Ach ja, man kann nie genug Glück haben. Hier hinten ist natürlich auch wieder einiges versteckt. Ich selber einfach mal. Wow! Weißrübe. Ganz weißes, kügelförmiges Gemüse. Füllt den Magen ein wenig. Ja, sehr schön. Zu dumm, dass der Magen schon voll ist. Gut, das Dojo. Naja. Die Statuen verheißen schon mal Gutes. Muskulöse Statuen. Und hier ist wohl der alte weise Lehrmeister, oder wie? Nun, was haben wir denn hier? Es sieht so aus, als ob ich einen wunderbaren wölfischen Besucher hätte. Mein Name ist Onigiri Sensei und das hier ist mein Dojo. Kämpfender Meister Onigiri Sensei. Was für ein Anliegen könnte ein Wolf wie du in meinem Dojo wie diesen haben? Bestimmt bist du nicht hier, um die Kunst des Kampfes auf das Innigste zu studieren. Ja, eigentlich schon. Mir gefällt deine Einstellung, mein pelziger Freund. Ich würde gerne meine Zeit damit verbringen, mit dir zu spielen. Aber ich fürchte, hier ist es viel zu gefährlich für Kreaturen wie dich. Es sei denn natürlich, dass du die Trainingsgebühr bezahlen kannst. Ja, auch hier müssen wir blechen und die Preise sind ja recht stattlich. Göttertechnik Goldene Wut. Ja, damit kann man Feinde reizen, um schneller an Dämonenzähne zu kommen. Ganz praktisch, aber ja, der Preis ist wirklich übel. Perlentechnik Kugelsturm können wir noch nicht machen, weil wir die Waffe dazu noch nicht haben. Spiegeltechnik Vier Winde lässt uns einfach viermal zuschlagen. Statt dreimal mit unserer aktuellen Waffe. Gott, Göttertechnik Ausweichen. Ja gut. Der Vollständigkeit halber. Ich glaube, mich trifft ein Pferd. Du hast das Geld, oder? Ich verstehe. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Und dir erlauben, in diesem Dojo zu trainieren. Ja. Oh. Oh. Onigiri Sensei. Oh, da lodert das Kampffeuer in ihn. Ah. Bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen. Oh ja, raus aus dem Vorraum, rein in den Trainingsbereich. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Ausweichen trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Ausweichen Göttertechnik-Tipps. Ja, drücke zwei Taste schnell und ohne zu zögern. So kannst du schnell Angriffen ausweichen. Du bewegst dich dabei in Richtung, in die du den linken Analogstick drückst. Du kannst sofort nach einem Sprung in den Sprint übergehen. Ja. Eigentlich ganz einfach. Nun, alles verstanden? Jupp.
Ich gewähre dir diese Technikgriffrolle. Lisi, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Ja, da in der Rolle können wir nochmal alles nachlesen. Diese Technik kann nur von den Besten gemeistert werden. Es ist nichts, was man einfach so lernen kann. Du musst die vorausgesetzte Fähigkeit haben. Trainiere, bis deine Muskeln schmerzen. Dann trainiere noch mehr. Oh ja, sich zu Tode ackern, hä? Okay, ausweichen. Ja, zufrieden? Nö, das möchte ich nicht nochmal hören. Komm schon, wollte ich jetzt nicht. Ja, sehr gut. Ja, jetzt können wir halt einen Ausweichschritt machen. Schön. Hoppala, ich bin aber ehrlich, ich habe das so gut wie nie benutzt. Du hast wohl genug, was? Hör zu, Wolf. Erfahrung in einer Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert. Aber du darfst nie den Willen zur Selbstverbesserung verlieren. Ich bete, dass du das nie vergisst. Oh ja. Jawohl, Herr Drill Instructor. So, hier ein bisschen triggern. Vielleicht können wir noch einen Dämonenzahn abgreifen. Nein, es reicht nicht. So, was spricht der Geldbeutel? Gut, ne? Das können wir uns natürlich nichts anderes mehr leisten. Na egal. Ja, da soll das Dach draußen gehen, wo es nicht so gefährlich ist. Natürlich, draußen sind die ganzen Monster und ich soll... Ja, klar. Das Dojo ist gefährlicher als, dort, als das Feld voller Monster. Alles klar, Opa. Ja. Kein Kommentar. Gut. Dann, was könnten wir noch machen? Ich glaube, dann sind wir hier eigentlich schon so ziemlich durch hier. Ja, hier geht's wieder runter. Ah, Ida, ich bin schneller wie du. Ich kürze mal ab. Ja, da haben wir angefangen im letzten Part. Mit der Erkundung. Da war das erste Dämonentor. Hier ist der Wächtersprössling. Ja. Wir sind so gut wie fertig mit dem Shinshu-Feld. Ging ja doch recht schnell. Na gut, die ganzen Schätze, die vergrabenen Schätze, das... Ja... Kann warten. So. Wir haben jetzt die Wahl zwischen dem Agatha-Wald, ja, und dem schönen See hier. Und da es im Agatha-Wald, so viel kann ich schon mal sagen, weitergehen wird, sehen wir uns doch erstmal den See an. Der wird zwar erst später wichtig, aber trotzdem. Ach ja, ist das nicht malerisch hier? Zumal jetzt, wo noch die Sonne untergeht. Das Haus hier hebe ich mir mal auf, denn ja, da ist noch was Bestimmtes drin. Zunächst mal auf zum See, wo einst Orochi geschlagen wurde. Eingang Mondhöhle. Hä? Wir sind unter dem Schreintor hindurch und folgen dem Pfad. Also wo verdammt nochmal ist die Mondhöhle? Sie sollte genau hier sein. Hey, was ist mit dem großen Berg da drüben? Seit wann ist er dort? In der Mitte vom Harami-See? Man sagt, die Mondhöhle ist dort, wo Nagi die legendäre Bestie erschlug. Aber dieser riesige Berg ist viel größer, als ich die Mondhöhle in Erinnerung hatte. Ich meine, guck ihn dir doch mal an. Er ist gigantisch. Ja, und guckt euch die Umgebung an. Das heißt wirklich nichts Gutes hier. Ein riesiger schwarzer Strudel über der Höhle. Alles dunkel, finster.
Hä? Warum ist es so dunkel? Die Sonne scheint doch, oder? Ja, aber sie bewirkt nichts. Irgendetwas blockiert hier unsere Kräfte. Das ist die Mondhöhle. Oder, ja, die neue Mondhöhle, denn laut Ison sieht sie ja normalerweise anders aus. Was ist hier nur passiert? Das ist der Ort aus dem Intro. Hier wurde das Böse befreit. Ja, Leute, hier lauert das Böse selbst. Autsch, verdammt nochmal. Hier ist so eine Art Schutzschirm. Ich habe noch nie einen so starken gesehen. Wir sollten uns lieber davon fernhalten. Oh ja, dieser Ort versprüht so viel Böses. Das pure Böse ist hier. Besser gesagt, hier wurde das Böse entfesselt. Und er wird noch verdammt wichtig, dieser Ort. Aber ich wollte ihn euch einfach schon mal zeigen. Ja. Eine richtig bedrückende Atmosphäre, aber auch irgendwie schön. Irgendwie trotz aller Düsterkeit hier finde ich diesen Ort auch irgendwo schön, muss ich schon sagen. Aber nun gut. Hier können wir erstmal nichts tun. Der Harami-See ist noch tabu für uns. Gut. Ein Blick auf die Uhr. Na komm, wir schauen halt doch noch schnell in den Part, in das Häuschen hier rein. Was haben wir denn hier? Mondschrein. Die Leute läutern sich hier, bevor sie die Mondhöhle besuchen. Aha. Dann würde ich mal sagen, läutern wir uns doch auch mal. Vielleicht kann uns ja da drin jemand erzählen, was auf dem See passiert ist. Aha, ein Schamane oder so, hä? Ach du meine Güte, das ist ja schrecklich. Priester des Mondschreins, Mika. Ah, ein höchst willkommener Gast hat unseren Schein betreten. Du kommst genau zur rechten Zeit, Wolf. Ich muss mit dir sprechen. Da draußen ist der Harami-See, Nippons größter See. In seiner Mitte war ein alter Schrein, den man Mondhöhle nannte. Aber er ist komplett verschwunden, in Luft aufgelöst. In ihm war der böse Dämon, der Nagi und Shiranui einst besiegt hatten. Außerdem enthielt er Tsukuyomi, das sagenumwobene Schwert, das den Dämon an Ort und Stelle band. Dieser Dämon, sein Name war... Nein, ich werde verflucht sein, wenn ich ihn sage. Orochi. Ist ja auch egal. Der Punkt ist, was um alles in der Welt ist mit dem Schrein geschehen? Er wurde Tag und Nacht von dem Tao-Meister Waka bewacht. Als er einmal zurück in die Stadt ging, ist es passiert. Oh Mann. Ja, okay. Was ist passiert? Red doch mal Klartext hier. In letzter Zeit sind Monster auch hier aufgetaucht. Diese unheilstiftenden Monster sind die schlimmsten. Ich vermute, das hier ist ihr Werk. Nun, vielleicht nicht diesmal, aber man muss sich trotzdem um sie kümmern. Ich habe bereits eine Gesuchtenliste für sie vorbereitet. Aha, Mikas Monsterliste. Onimaru, der Unverbesserliche. Biwamaru, der Vandale. Akuze, der Eindringling. Izo, der Seitenschneider, und Toya von den Unbeherrschten. Die Götter werden alle diese gesuchten Monster mit einem Zeichen markiert haben. Man erkennt sie sofort, sobald man sie erblickt. Aber sie sind sehr vorsichtig. Sie kommen nur bei Nacht raus. Kannst du losgehen und die Liste irgendwo aufhängen, Wolf? Ich bin sicher,
Irgendeine mutige Seele wird sich der Herausforderung stellen. Okay, wir haben Mikas Monsterliste. Mögen dich die Götter immer beschützen. Hey, das ist doch die perfekte Aufgabe für uns, Emmy. Lass uns die Liste behalten und uns selber all diese unheilstiftenden Monster erledigen. Ich meine, wir werden ihnen ja sowieso begegnen, ob wir nun wollen oder nicht. Dann können wir auch die Belohnung für sie kassieren. Aber anscheinend kommen sie nur bei Nacht raus. Lass es uns probieren. Ja, okay. Wir haben doch ein paar Sachen erfahren. Der Wächter des Schreins, besser gesagt der Wächter der Mondhöhle, scheint seine Pflicht vernachlässigt zu haben und ist mal in die Stadt gegangen. Ja, und dann ist es passiert. Das Unheil nahm seinen Lauf und das Böse wurde wieder befreit. Ja, und jetzt gehen hier unheilstiftende Monster um. Und es gibt eine Gesuchtenliste. Sowas, sowas. Hä? Oh, direkt vor der Tür kommt es zum Kampf. Und es erscheint Biwamaru, der Vandale. Was ist mit diesem Monster? Es steckt ein exorzierender Pfeil in ihm. Exorzierende Pfeile sind heilige Relikte, mit denen man das Böse vertreibt. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Komm schon, Emmy. Gib ihm den Rest. Lass es nicht entkommen. Oh ja, das erste Monster aus der Gesuchtenliste. Biwamaru. Gleich mal... Ah, der blockt die Bombe, der Sack hier. So. Take that. Bam, es hat gesessen. So, noch den Rest hier. Ah, nee, Biwamaru lebt noch. So, einmal zerschnibbeln. Und das war's für Biwamaru. Okay. Es ist eins dieser gesuchten Monster auf der Monsterliste. Und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nie, was man als nächstes findet. Du weißt, diese Monsterliste, die du da hast? Nun, du kannst den Namen des Monsters, um das du dich gekümmert hast, ausstreichen. Das Monster, das du gerade besiegt hast, ist auf der gesuchten Liste. Nimm deinen Pinsel und streiche den Namen aus der Liste aus. Okay, na dann. Biwamaru ist erledigt. Das ist ein Monster weniger. Wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht lange und du hast alle Namen ausgestrichen. Nachdem du sie besiegt hast, solltest du den Priester besuchen. Vielleicht wird er dir eine Belohnung geben. Oh ja, eine neue Nebenquest ist angefangen. Huhu. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part nutzen wir die Nacht und gehen auf Dämonenjagd. Diese Liste wird direkt abgearbeitet. Alle Monster davon befinden sich hier auf dem Shinshu-Feld. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Gegner hier zufällig verteilt sind oder ob es wirklich in bestimmten Schriftrollen ist. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Ach ja, übrigens, die Schriftrollen können wir auch... Ja... So vertreiben. Aber die kommen wieder. Gut, Leute. Das war's jetzt aber. Tschüss.